So, ich werfe jetzt einfach die Enderperle, zack. Perfekt. Jetzt sind wir hier oben. Ich bugge. Aber nicht lange. Denn du bist One-Hit. Ooh, I gotta call my friend. Wait a minute, what I say I gotta do again? Minute to minute, I feel like I'm in the movie Momento, but I don't have. Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars. Wir spielen heute auf der Map Frozen und das ist eine neue 8x1er Map. Und ich muss sagen, ich bin jetzt so ein richtiger Bed Wars Fanatiker, ne? Ich liebe ja Bed Wars wirklich sehr. Auch wenn immer alle denken, dass ich Ender Games viel mehr mag, aber das stimmt nicht ganz. Also ich muss sagen, dass Bed Wars eigentlich mit so meinem Lieblingsspielmodus hier auf dem Server ist, auch wenn ich sehr, sehr oft Ender Games spiele. Das liegt aber auch an der Reihe, die ich habe. Und die macht mir auch ziemlich viel Spaß. So, was wir jetzt machen, wir bauen uns jetzt ganz, ganz flott und richtig schnell in die Mitte. Denn meiner Meinung nach geht es am besten bei dieser Map, wenn wir uns einfach straight und schnell in die Mitte bauen. Und somit haben wir dann auch, denke ich, die besten Karten, hier am schnellsten an Gold zu kommen und somit auch am schnellsten einen Bogen zu haben. Denn in den letzten Runden, die ich jetzt gespielt habe, kam das einfach so raus, dass der als erstes in der Mitte war, mit so die besten Karten hatte im Endeffekt, weil er eben dann schon einen Bogen hatte, der Rest nicht. Die haben sich dann halt meistens zum Nachbarn gebaut. Kann mir jetzt natürlich auch passieren, dass sich da jetzt einfach wer frech in meine Base baut, aber das ist mir egal, denn ich habe jetzt gleich einen schönen Bogen. Wenn alles funktioniert. So, Warp Powder hätte ich mitnehmen können, aber soweit denke ich natürlich nicht. So, ihr seht, die kämpfen hier irgendwie schon. Hallo, Joker, der steht da drüben auch ein bisschen sehr, sehr offen. Und jetzt gehen wir einfach mal wieder zurück, weil wir haben genug. Wir haben mehr als genug. Und jetzt kann ich mir schnell eben, wie gesagt, einen Bogen holen und dann geht's auch schon ab zum nächsten Gegner. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So möchte ich das. Zack, dann können wir uns noch ein Schwert machen. Perfekt. Und eine Rettungsplattform können wir uns ebenfalls noch holen. Auch wenn ich immer bei der Rettungsplattform sterbe. Sagt mir das mal, Leute. Muss man die Rettungsplattform schon ganz weit oben benutzen? Ich sterbe immer bei der Rettungsplattform. Und ich weiß einfach nicht, woran das liegt, weil ich sterbe da einfach immer. Ich bin wohl zu dumm, um die zu benutzen. Aber ich hoffe, das wird irgendwann mal in meinem Leben besser. So, 7. Perfekt, dann könnten wir uns auch noch ein bisschen hier um die Base kümmern. Dass wir hier auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen schicker einbauen. Genau, könnten wir hier noch eine schöne Spitzhacke holen. Zack, zack. Jetzt genau machen wir das so. So. Und dann bauen wir das hier noch so zu. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sicherung für unser Bettchen hier. Auch wenn es jetzt nicht so tragisch wäre, wenn das abgebaut wird, denn wir brauchen hier sowieso ein bisschen Action. Und dann ist das ganz schön gut. Ich glaube, wir sind noch immer der Einzige, der in der Mitte ist, ne? Gucken wir gleich mal. Ja, wir sind die Einzigen, die in der Mitte sind. Und somit haben wir halt die besten Karten, weil wir einen Bogen, sonst spawnt nirgendwo Gold. Und deswegen ist das schon ziemlich, ziemlich cool. Ich möchte sterben, habe ich gehört. Der da drüben, der möchte sterben. Wenn ich ihn treffen würde, dann würde er bestimmt sterben wollen. Oh Gott, was ist los mit mir? Ich treffe ihn einfach nicht. Ich schieße daneben wie so ein Affe. Oh, da habe ich ihn getroffen und da fliegt er. Perfekto, da spawnt auch schon wieder das neue Gold. Und ja, gucken wir gleich mal, was hier so abgeht. Das Problem ist halt nur, dass ich denke, dass wir mit Enderperlen sehr viel arbeiten müssen. So wie es aussieht. Weil hier ja wo keiner irgendwie kommen möchte. Und so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, so ein bisschen boah, Streit haben möchte. Und deswegen werde ich mir jetzt einfach eine Enderperle holen. Und einen Trank der Stärke. So, eine Enderperle. Dank der Stärke. Zack. Dann ein Warp Powder natürlich. Falls jemand denkt, er muss in meine Base einbrechen. So, 1, 2, 3. Zack.
Und dann gehen wir einfach schon wieder in die Mitte, würde ich sagen. Würde ich einfach mal so behaupten, ne? So, jetzt sind wir gleich in der Mitte. Und ja, wir haben noch keinen einzigen Spieler, glaube ich, getötet. Aber das liegt einfach daran, dass sich jeder so defensiv verhält. So richtig hart defensiv. Ob ich das gut finden soll? Oh, den haben wir getroffen. Okay. Ich weiß auch nicht. Ich gucke hier mal. Also vielleicht wäre es dort echt wirklich gut. Dass ich dort jetzt einfach eine Enderperle hinwerfe. Hier haben die eine richtig große Verzweigung. So, ich werfe jetzt einfach die Enderperle. Zack. Perfekt. Jetzt sind wir hier oben. Ich bugge. Aber nicht lange. Denn du bist One-Hit. Tschüss, da fliegt sie. Dann bauen wir hier. Wow! Oh mein... Und die Rettungsplattform und ich sterbe. Leute, also... das war jetzt richtig dumm von mir, aber wieso immer sterbe ich bei der Rettungsplattform? Ich kaufe mir jetzt nie wieder eine Rettungsplattform, weil die rettet mich sowieso nicht. Das ist für mich nur Goldverschwendung. Entweder ich bin zu dumm, um die zu benutzen, oder ich benutze sie falsch. Schreibt mir das mal bitte, weil ich weiß echt nicht, wie man die ordentlich benutzt. Vielleicht muss man die ganz weit oben benutzen oder so. Damit die überhaupt irgendwie einen Sinn und Zweck hat oder damit der Zweck erfüllt wird. Trotzdem ist es ein bisschen komisch. So, würde ich sagen, kaufen wir uns mal ein Schwertchen hier, dann ein bisschen Brustpanzer und dann würde ich sagen, gehen wir einfach schon mal in die Mitte. Wir haben nichts zu verlieren, wir haben sowieso fast kein Stuff und somit hat sich auch noch keine in die Mitte gebaut. Das heißt, es müsste jetzt einiges an Gold hier sein, das wir wieder verwenden können, natürlich. So, Bogen geht sich auf jeden Fall schon mal aus. Ich würde sagen, holen wir uns dann gleich den 7er Bogen. Und dann gucken wir mal. So, hier. Zack. 7er Bogen. Und das hier. Dann könnten wir uns noch eine Spitzhacke holen. Und nein, ich habe jetzt zwar was für eine Rettungsplattform. Ich hole mir jetzt aber einfach keine. Weil ich komme mir von der Rettungsplattform echt verarscht vor. Die möchte mich echt trollen irgendwie. Ich könnte das jetzt natürlich auch so lassen, aber ich weiß nicht. Genau, ein Warp Powder brauche ich noch. Ein bisschen hiervon. Oder ein bisschen davon. Das ist dann schön. Ich weiß nicht. Soll ich kaufe mir jetzt noch einmal eine Rettungsplattform. Und ich werde die dann sofort versuchen einzusetzen, wenn ich runterfalle. Ich glaube, dass das einfach mein Fehler ist, dass ich die einfach zu spät einsetze meist. Und dann sterbe ich natürlich. So, gehen wir nochmal in die Mitte. Ich würde schon auch gerne noch ein Eisenschwert haben. Geht sich alles perfekto aus. Aber ich möchte endlich zu einem Gegner. Aber hier baut sich ja keiner in die Mitte. Die denken sich alle so, nee, keinen Bock. Naja, vielleicht baue ich mich jetzt einfach mal rüber. Zu verlieren habe ich nichts. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt erstmal rüber zu den Gegnern. Weil es leben nur noch 3 Leute und ich möchte schließlich auch noch ein paar Kills machen. Die ganze Folge lang sich auszurüsten und dann am Ende nur einen zu töten, ist natürlich auch doof. Die 3 würde ich mir alle schön noch holen. Da unten ist meine Rettungsplattform, seht ihr? Die ist zwar aufgegangen, aber ich wahrscheinlich an Fallschaden. Ich glaube, dass es daran liegt, dass man da genauso an Fallschaden auch sterben kann. Und das natürlich auch ein bisschen semi-optimal war, dass das, dass ich da so dumm reagiert habe. Aber ist ja egal, Leute, ist ja egal. Da ist jemand, den wir schön von hinten abschießen werden. Oder doch nicht. Mein Freund, ich habe einen Bogen. Und dein Bett ist weg. Also das muss dir aber klar sein, dass dein Bett jetzt weg ist. So. Okay, ich mir. Oh, schade. Den hätten wir treffen können, aber wir haben ihn nicht getroffen. Immer dieses Können und Nicht-Können. Gerne mal darüber. Dann habe ich gestern noch einen kleinen Test-Livestream gemacht. Also ich schätze, dass ich heute auch noch einen Livestream machen werde. Dafür keinen Test-Livestream mehr, also mit kommentiert und so weiter. Aber ich bin noch so ein bisschen am Überlegen, weil ich weiß nicht, ob sich das heute ausgeht. Ist er tot?
Wir hoffen es einfach mal. Wir hoffen es einfach mal. Nee, der lebt noch. Du lebst noch, du Schwein. Hier, du Sau. Jetzt bist du tot. Weg ist er. Das heißt, da drüben haben wir noch ein Team. Und zwar, das ist Türkis und ich bin Pink. Nee, ich möchte. Hallo. Weg hier. Ich möchte mich jetzt gar nicht porten, weil der hat sowieso keinen Bogen. Und wenn der jetzt. Also Leute, wenn der jetzt einen Bogen hat, dann fresse ich echt einen Besen. Dann fresse ich einen Besen. Weil dann sage ich so, ey, wo hat der jetzt den Bogen her? Das könnte es ja gar nicht sein. So. Erstmal schön drüber bauen hier. So richtig undercover-mäßig, dass er uns nicht merkt. Wo ich mir nicht vorstellen kann, dass er uns jetzt nicht mehr merkt. Hier muss er doch irgendwo sneaken, ne? Hier ist er. Da ist er tot. Und hier spawnt er dann wieder schön. Und ich sag tschüss. Aber ich muss echt aufpassen. So, mit dem Knockback-Stick ist das natürlich perfekt, dass ich jetzt den dabei habe. So. Perfekt. Jetzt kann er immer schön fliegen. Flieg, mein Freund, flieg. Mit den Vögeln im Wind. So, wenn ich die abgebaut habe, dann muss ich nur noch ihn einmal töten, denke ich. So, da fliegt der. Und jetzt einfach schnell das Bett. Zack. Und dann haben wir ihn somit auch noch tot. Und ich würde sagen, GG. Meiner Meinung nach mit einer der besten Taktiken hier auf dieser Map. Einfach sofort instant in die Mitte bauen. Dann hast du nämlich Gold, weil die meisten machen das so, die bauen sich direkt zum Gegner. Ihr habt gesehen, das hat sich außenrum quasi ein so ein Kreis gebildet von Gegner zu Gegner. Und nur ich habe mich in die Mitte gebaut. Also ich empfehle euch hiermit diese Taktik zu machen, weil ich einfach finde, dass das mit einer der schlauesten und besten Methoden ist, hier zu gewinnen. Und ich würde einfach mal sagen, wenn euch die Folge Bed Wars gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Vorschläge in die Kommentare. Und ich würde eigentlich auch gerne morgen schon die Map Flower spielen. Und mal schauen. Vielleicht kommt heute noch ein Stream, vielleicht nicht. Mal gucken. Ich würde sagen, ich kündige alles noch auf Twitter an. Macht's gut, haut rein und ciao.